Bauer von Geburt, leidenschaftlicher Naturforscher, handwerklich und zeichnerisch begabter Beobachter, später dann ein Doktor honoris causa und Professor sogar. Johann Friedrich Naumann ist ein Kind der Aufklärung. Er ging hinaus in die Natur, um in Feld und Flur Vögel in ihren Lebensräumen zu beobachten und zu erforschen. Aussehen, Verhalten und Biologie der Tiere erregten zeitlebens seine Neugier. Am Ende wird er als Begründer der Vogelkunde Mitteleuropas gewürdigt werden. Johann Friedrich Naumanns Lebensgeschichte beginnt am 14. Februar 1780. An jenem Tag wird er in dem kleinen Dorf Ziebig in der Nähe der anhaltinischen Residenzstadt Köthen geboren. Zum Bauernhof seiner Familie gehörte nicht nur Ackerland, sondern auch Wäldchen, Wiesen und Teiche. Natürliche Lebensräume, in denen sich zahllose Tiere ungestört beobachten ließen. Besonders die Lebensweise der Vögel faszinierte Naumanns Vater, Johann Andreas. Er war es, der in seinen Söhnen die Leidenschaft zur Erforschung der schönen Luftbewohner weckte, wie er Vögel liebevoll zu nennen pflegte. Dann ist da noch der 6 Jahre jüngere Bruder, Karl Andreas. Sein Talent zum Vogelfangen mit Fallen und im Umgang mit dem Gewehr ergänzt die beiden älteren Vogelforscher seiner Familie zum perfekten Trio. Johann Friedrich ist 10 Jahre alt, als ihn seine Eltern ins nahe Dessau auf die Schule schicken. Im Gepäck ein Buch seines Vaters, Der Vogelsteller. Sein Auftrag, die vorgestellten Vögel zu malen. Entweder nach den Beschreibungen des Vaters oder aber nach der Vorlage erlegter und konservierter Vögel, die der Vater ihm nach Dessau nachsendet. Jedoch, Johann Friedrichs Schulzeit ist kurz, die Familie ruft ihn nach Hause zurück. Johann Friedrich Naumann arbeitet sich in den folgenden Jahren neben Beobachtung und Beschreibung von Vögeln allmählich in die Kunst der Taxidermie ein. Er erlernt also Techniken, um die Bälge der Vögel auszustopfen und zu natürlichen Posen zu formen. 1815. Naumann ist 35 Jahre alt, Vater von 4 bisher überlebenden Kindern, weitere 6 werden noch folgen, Landwirt im Hauptberuf und in seiner Freizeit Vogelkundler. Naumann fasst den Entschluss, mit seiner Sammlung und seinen Kenntnissen an die interessierte Öffentlichkeit zu treten. Die erste Auflage seines Buchs über Tierpräparation erscheint in Halle an der Saale. Im selben Jahr öffnet Naumann einen Teil seines Bauernhauses in Ziebig für die Öffentlichkeit als Museum der Vogelkunde. Das Gästebuch dieses Museums weist als ersten Eintrag den Dr. Christian Adolf Buhle aus Halle an der Saale aus. Der wird nur 3 Jahre später, 1818, gemeinsam mit Naumann ein in der Fachwelt viel beachtetes Buch über die Eier der Vögel Deutschlands veröffentlichen. Auch wenn ihm der Arbeitsaufwand für das eigene Museum manchmal über den Kopf zu wachsen droht, so zeigt sich dessen Eröffnung in der Rückschau als wichtiger Wendepunkt in Naumanns Leben. Er wird von da an zügig Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft, teilt seine Erkenntnisse in Korrespondenzen mit anderen Forschern, veröffentlicht in Fachpublikationen. Seine Bekanntheit wächst rasant. Von überall erfährt er Wertschätzung. 1820 beginnt die Veröffentlichung von zunächst insgesamt 12 Bänden Naturgeschichte der Vögel Deutschlands nach eigenen Erfahrungen entworfen von Johann Andreas Naumann. So steht es auf dem Titel. Johann Friedrich überlässt also die Autorschaft des Werkes aus Dankbarkeit seinem inzwischen 76-jährigen Vater. Er selbst tritt nur als Schöpfer der Abbildungen und als Herausgeber in Erscheinung. Naumanns Reputation in der Fachwelt steigt. Nun interessiert sich sogar der Herzog Friedrich Ferdinand von Anhalt-Köthen für das Wirken seines Untertanen im Namen Ziebig. Er lässt sich überzeugen, die viel beachtete Sammlung präparierter Vögel von Naumann in seinem Fürstentum zu halten. Eignet sie sich doch bestens als Naturalienkabinett. So endet das Gästebuch von Naumanns privatem Vogelmuseum in Ziebig mit dem Eintrag Nummer 769.
Karl Wilhelm Mühlenbein aus Wörpzig. Pastor. Naumann hatte seine Sammlung für 2000 Reichstaler, was einer heutigen Kaufkraft von knapp 90.000 Euro entspricht, am 1. Juli 1821 an den Herzog verkauft. Anfang September werden die Exponate ins Schloss von Köthen überführt und von jenen Tagen an dort ausgestellt. Als Johann Friedrich Naumann am 15. August 1857 77-jährig stirbt, hinterlässt er der Welt ein Mekka der Vogelkunde. Sein Forschergeist, sein Fleiß, seine Akribie haben das Wissen über die schönen Luftbewohner erheblich vorangetrieben. In den Nachrufen wird sein Sinn für alles Schöne und Erhabene der Natur, sein Interesse an jeder Pflanze und jedem Tier sowie seine scharfe Beobachtungsgabe betont, der aus dem noch so scheinbar unbedeutendsten Wissen und Liebe zur Natur erzeugen konnte.